Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Nachmittag diesmal und nicht Abend wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cities. Ich stehe im Stau und überfahre einen Hund. Skylines! Wundervoll, Skylines. Ich habe das gerade ein wenig komisch ausgesprochen, aber hey, gut, macht ja nichts. In dieser wundervollen Episode und Folge würde ich ganz gerne heute etwas, Besonderes ist es jetzt nicht, aber ganz gerne etwas Außerplanmäßiges machen. Und zwar würde ich ganz gerne an der jetzigen Stelle, an dieser jetzigen Position, von den 35.000 Euro, die wir momentan haben, hier so eine Art Küstenstraße herbauen. Und da fangen wir jetzt am besten schon mal relativ fix mit an, weil ansonsten vergesse ich da gleich wieder, wie ich das planen wollte. Das habe ich mir gerade so vor der Aufnahme so kurz überlegt. Das heißt, da wäre jetzt quasi einmal eine Straße durch, dann käme hier selbstverständlich auch nochmal so eine Straße durch. Aber ich glaube, zuerst ist es erstmal wichtig, diese, ja, nennen wir es ruhig Küstenstraße, es geht am Bach, am Fluss entlang. Und dann läuft hier quasi, sobald wir jetzt hier diese beiden netten Teile mal versetzt haben, und zwar einmal in Richtung Industrieviertel, weil da machen die Teile mehr Sinn, als beim Anwohnerviertel, das macht nämlich irgendwie gar keinen Sinn. Dann würde ich nämlich ganz gerne da, puff, das Wasserteil hinsetzen und da kommt dann hier genau. Und dann werden die ganzen Sachen natürlich noch verbunden ans Wassernetz, so wie sich das gehört. So, und dann wird das ganze Wassernetz, was hier hinten so rumkreucht und fleucht, selbstverständlich einmal rausgerissen und bald ersetzt. Allerdings jetzt noch nicht sofort, weil wir müssen uns jetzt erst Gedanken darum machen, wie wir hier mit der Straße rumhantieren. Das heißt, hier käme jetzt die Straße weiter her und würde dann irgendwann hier oben wieder angeschlossen werden. Allerdings werden wir dafür die Brücke aus der letzten Folge, die wir hier so mehr oder weniger tatsächlich provisorisch hingeklatscht haben, rausreißen müssen, weil das macht dann an der Stelle gar keinen Sinn mehr. Und wir nehmen uns jetzt hier einfach mal so einen geraden Schwall und klatschen da quasi diese Küstenstraße mit diesen ganzen schwebenden Autos momentan einfach mal hin. Dann nehmen wir uns jetzt hier hinten selbstverständlich die nächste Straße. Die machen wir dann, bis dahin. Und dann müssten wir die selbstverständlich auch nochmal verbinden. Das muss ja sein. Wie sieht das am besten aus so, ne? Ist ein bisschen krumm und puckelig, ich weiß. Aber das darf es auch sein, weil es soll ja alles mal so ein bisschen, die Städte versuche ich immer, nachdem wir hier so am Anfang diese Einstiegsstädte haben, sag ich jetzt mal, mit diesem Grundrasterprinzip, die Städte baue ich dann so Stück für Stück immer mehr an die Natur angepasst, weil ich persönlich finde das immer ein bisschen schöner, das sieht dann hinterher toller aus und das ist dann alles so, für jeden glaube ich hinterher auch was dabei, das sieht dann ein bisschen schöner aus. Auch hier haben wir jetzt natürlich wieder diese ganzen Hübbel drin einmal in der Straße, aber das darf sein, da gibt es Schlimmeres. Dann machen wir hier noch so eine kleine Anliegerstraße. Wer kennt sie nicht, hier mit so einem Wendekreis drin. Und dann hätten wir das Ganze hier eigentlich auch schon problemlos angeschlossen. Wobei hier diesen Wendekreis, den können wir gerade leider nicht machen. Wir müssen nämlich jetzt hier vorne von da einmal so eine Straße, ja meinetwegen auch schräg darunter bauen, das ist mir eigentlich egal. Gut, dann müssten wir jetzt einmal was ganz, ganz Verrücktes machen. Nämlich braucht das ganze Gedöns hier natürlich auch nochmal eine Querstraße irgendwo. Und diese Querstraße kommt meines Erachtens nach am besten hier irgendwie so hin. Weil dann haben wir möglichst viele Querstraßen abgeriegelt. Und dann machen wir hier jetzt etwas, nahezu Verrücktes. Naja, nicht wirklich. Wir machen einmal eine Ausweisung, was hier Handel und was nicht Handel sein darf. Und das fängt relativ simpel an. Nämlich kommt erstmal kompletter Handel da oben weg und dann kommt die Zuweisung, dass der Handel hier nicht nur, wobei das passt da auch noch nicht so ganz. Der Handel darf bitte die Küste nicht berühren, das sieht nämlich irgendwie so ein bisschen doof aus. Ich sage immer Küste, jetzt da sollte der Handel hin und da mache ich Wohngebiet hin, toll. Da kommt jetzt mal so ein Feldhandel hin, das ist in Ordnung und dann könnt ihr hinten darüber auch nochmal so ein Feldhandel. Aber alles andere, was jetzt hier momentan noch so rumgammelt, wird ganz gerne bitte Wohngebiet. Weil, das hätte den Vorteil, dass das hier hinterher, wenn wir uns das hier so nah angucken, ich weiß, das sieht mit den Strommasten alles noch so ein bisschen billo aus, wenn ich das mal so anmerken darf. Jetzt kommt mal kurz alles weg. Man sieht das hinterher so aus, oder soll hinterher so aussehen, dass hier an dieser Hanglage überall Häuser stehen, die quasi hier so die Stadt von dieser Seite so einläuten. Die sieht von oben blöd aus, die Stadt, ich weiß, aber von hier aus betrachtet wird das Ganze doch schon mal Stückchen weit schöner. Und dann überlegen wir uns noch selbstverständlich, wie wir hier am besten eine Überbringung zum anderen Stadtteil hinkriegen. Weil ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich das Industriegebiet hier ewig lassen möchte. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt, irgendwann möchte ich die Stadt eigentlich größtenteils hier mehr an dem See dran haben, weil das passt einfach besser zu so einer Stadt. Aber wie gesagt, das müssen wir uns dann alles mal im Detail angucken. Und mir fällt irgendwann auch mal auf, dass ich viel zu oft, wie gesagt, sage, aber es tut mir leid. Es ist halt so.
Vielleicht machen wir dann hier vorne wieder mal so eine improvisierte Superbrücke hin. Die sähe dann wie folgt aus. Die geht dann hier, was weiß ich, erstmal bis dahin und dann bis dahin und von da aus gehen dann selbstverständlich, ja, erstmal mit so einer Kurve oder was weiß ich nicht was. Nee, mach mal ruhig so. Nee, nicht so. Ja. So, irgendwie so. Hauptsache, wir haben was. Das heißt, das hier wäre jetzt, ne, ja genau, die ganzen Autos sind aus der Luft erstmal despawned. Und die ganzen Sachen hier haben auch noch keinen Wasser- und Stromanschluss. Entschuldigung, das habe ich jetzt natürlich gerade wieder nicht bedacht. Ich lege mal kurz die Wasserleitung hier unter der Brücke her, einfach weil das relativ am einfachsten geht, damit ich die auch wiederfinde irgendwann. Dann braucht der hier noch eine direkte Stromversorgung von dem Betriebszeug da hinten. Und dann geht hier an der Brücke entlang auch die Stromversorgung für die Innenstadt. Ja, alles einfach einmal entlang der Brücke legen. Sieht schön aus hier, ne? Naja, geht so, ne? Komm, weg mit dem Symbolgedönse. Das braucht ja kein Mensch. Komm, Wasser haben wieder jeder. Strom auch. Alles super. So, das heißt, hier oben werden jetzt die ganzen angenehmen Handels- und Wohngebiete so langsam aber sicher wieder erwachen und vor sich hin signieren. Unsere ganze Gedönse hier funktioniert auch. Bis auf das Problem, dass wir hier eigentlich mal so einen Kreisverkehr hinbauen würden wollen. So ein kleiner Kreisverkehr ist ungefähr genauso groß wie... Ne, das hier ist ein kleiner Kreisverkehr. Der große kommt vor dem kleinen. Das habe ich auch noch nicht verstanden hier drin. In dem ganzen City Skyline System. Das Problem ist, dass wir hier vermutlich wegen dieser Brücke relativ Probleme kriegen werden, wenn wir da jetzt so einen direkten Kreisverkehr hinsetzen. Das heißt, wir müssen uns das jetzt leider erstmal aufsparen, bis es dann irgendwann mal funktioniert. Das Ganze hier innen ist ja mittlerweile schon zu so einer Kleinstadt angewachsen. Das ist ja alles schon recht angenehm. Gut, wir haben nur 4000 Einwohner, aber das sieht von der Fläche aus mittlerweile wie so eine Kleinstadt. Es gibt Krankenhäuser, es gibt Ärzte, es gibt alles. Was uns natürlich noch fehlt, ist hier so ein Arzt an der Position hier, weil wir da haben da vorne einen Arzt, aber da nicht. Dann gucken wir nach, wo die Feuerwehr stationiert ist. Auch hier müssten wir dann noch eine weitere Feuerwache hinbauen. Von der Polizei her, gut, die Kriminalitätsrate von 6%, niedrig oder hoch. Ja, also im Großen und Ganzen ist die Kriminalitätsrate recht niedrig. Wir haben ja auch momentan noch nicht so besonders viele Leute, die arbeitslos sind. Was wieder mal nicht heißen soll, dass die Arbeitslosen alle kriminell sind, sondern das soll heißen, in diesem Spiel ist das manchmal so. Wenn ihr sehr viele Leute habt, die keine Arbeit haben und die ungebildet sind, dann neigen die dazu, hier in diesem Spiel in die Kriminalität abzurutschen. Und die Folge ist dann natürlich, na, das wird ein bisschen problematisch. Ich möchte ganz gerne übrigens nebenbei bemerkt mal angucken, was hier die ganzen Wohnhäuser so machen. In gering besiedelten Wohngebiet, genau, und die ganzen Häuser hier, die Königsresistent. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele Häuser der etwas reicheren Klasse von Mitbewohnern, sage ich jetzt mal. So wie das ausschaut, von daher, gut, meinetwegen. Was den Friedhof anbelangt, den müssten wir selbstverständlich auch irgendwo mal rauskloppen, sobald wir hier oben mal irgendwo mal unsere Wasserleitung weitergebaut haben. Die ich selbstverständlich, ich bin ja Profiplayer hier in diesem Spiel, ich habe die natürlich nicht vergessen gerade, nein. Es war schon ganz geplant, dass ich die jetzt so gleich erst anschließe, weil, na, ihr sollt erst denken, oh, der hat's vergessen und in Wahrheit hat er es nicht vergessen und ja. Glaube ich die Scheiße, die ich den ganzen Tag erzähle, selbstverständlich nicht, sonst wäre ich ein bisschen bekloppt. Gut, so, jetzt kommen wir hier noch die Kontrolle, kriegen wir jetzt hier irgendwie mal so eine, ja, das kriegen wir hin. Und dann kommt, von da ausgehend irgendwie, ja, da mal so eine Querwasserleitung hin und dann, ja, weiß ich nicht, mach mal so und dann mach mal so. Und dann meinetwegen von da nach da und von da nach da und von da wieder nach da und von da natürlich nochmal nach da. Nee, das klappt wieder nicht, ne? Nee, wäre auch zu schön gewesen. Mach mal hier, ja und ja, komm, interessiert mich nicht. Hauptsache, der ganze Quatsch da oben hat Wasser, Strom hat er auf jeden Fall, dadurch, dass er hier angeschlossen ist. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Genau, den Friedhof. Wir brauchen noch irgendwo einen neuen Friedhof. Der ist ja relativ billig, 8000 Euro nur. Ich würde ganz gerne hier irgendwo so einen Friedhof hinklatschen, wenn das hier mir irgendjemand erlaubt. Das Problem ist, sieht natürlich nicht besonders schön aus, aber ich mache da jetzt mal einen Friedhof hin. Und dann entleere ich diesen Friedhof hier in eine andere Einrichtung. Die 13 Toten, die wir da haben, ja, Verstorbene aufbewahrt 3 momentan. Das heißt, hier fährt jetzt ein Leichenwagen nach dem anderen ab. Und sobald diese Entleerung abgeschlossen ist, reißen wir diesen Friedhof eigentlich einfach ab. So, dann ist der... Oh, jetzt sind alle traurig, aber ihr habt da hinten schon 9, also stellt euch nicht an, die Ollums.
Das heißt, wir bauen jetzt hier mal ganz kurz diese Straße wieder hin, die wir ja eigentlich da geplant hatten. Und dann machen wir einfach die Gebietsausweisung fertig und dann stimmt das Ganze wieder. Entschuldigung, dass da ein paar Leute ein Haus gebaut haben, ohne dass ich dafür eine Genehmigung erteilt habe. Doof gelaufen. Da kommt auch wieder Handel hin, das kann alles Handel bleiben. Das sieht so in der Position eigentlich nicht schlecht aus, ne? Würde ich doch sagen, das passt soweit erstmal. Genauso gut, wie wir jetzt hier hinten übrigens, by the way, die Wohngebiete auch weiter ausweisen können. Ich meine, es juckt mich jetzt nicht, ob das jetzt hier hinten schon einer hinbaut oder nicht. Wir machen das da hinten natürlich nochmal kurz weg. Ja, das heißt, das kann ruhig erstmal so bleiben. Niedrige Einkommensschicht momentan noch. Keine Stufenaufstiegsinfo verfügbar. Was sagen die anderen Häuser denn hier eigentlich so? Hier so eine Residenz, was sagt die denn? Bilden Sie mehr Bürger, um von Gebäuden zu mögen. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Bildung alle potenziellen Schüler aufnehmen können. Das weiß ich, das ist mein Plan. Aber mir fällt gerade auf, dass hier hinten zum Teil das Wasser verloren geht, weil wir nicht genügend Wasser haben. Oh, das wird auch mal Zeit, dass wir das auch irgendwann mal ausbauen, fällt mir gerade so ein. Das heißt, wir machen da jetzt mal noch so ein Wasserpumpwerk hin, weil die Teile sind immer 10-mal effizienter, als so ein Wasserturm alle 2 Meter hinzubauen. Das sieht nämlich immer relativ scheiße aus. Dann machen wir direkt daneben jetzt hier mal noch so ein Gebäude weg und kloppen das noch irgendwie da dran und dann funktioniert die ganze Abwasserklärung und Abwasserverfügbarkeit auch wieder. Strom funktioniert auch. Mehr oder weniger schön gerade. Aber gut. Na, guck mal, hier aus der Distanz sieht das Wasser gut aus, aber aus der Nähe sieht das Wasser... Ich höre auf, jetzt über das Wasser zu reden. Das geht mir sonst irgendwann selber auf die Nerven. Dieses Haus hier ist übrigens auch schön. Guck mal, stellt euch mal vor, ihr habt hier so eine Terrasse. Entschuldigung, ich will da jetzt nicht hoch. Ja, okay, ich gehe so hin. Ja, also... Nein, also... ja, also näher ran kann ich gerade nicht. Ihr habt so eine Terrasse mit so einer Aussicht, wo Abwasser da hinten rausfließt und da Wasser rausgepumpt wird. So eine hässliche Brücke, die krumm und puckelig aussieht. Hier irgendeine Strommastversorgung, eine Autobahn, Industriegebiet mit Qualm und Dreck und so einem Fluss, der aussieht wie eine Schlamm. Okay, ich sag nichts mehr zu diesem Fluss. Ja, ist es in Ordnung? Ist in Ordnung. Okay. Schön. Oder auch nicht. Ich würde ganz gerne übrigens, by the way, mir überlegen, ob wir hier nicht irgendwo bestimmte Sachen zur Verfügung haben. Gibt es nicht die Möglichkeit, irgendwo Bäume zu bauen? Ja, doch, gibt es. Aber die sind alle so klein. Was will ich mit solchen Bäumen? Hier gibt es Steine, hier gibt es Wasserstrukturen. Stimmt, da muss ich mich ja auch noch irgendwann mit beschäftigen. Oder will ich mich ja einfach mal überall mit beschäftigen. Die Idee, die ich hier so hatte, ist, wir bauen jetzt mal so einen natürlichen Lärmschutzwand. Oder so einen natürlichen Lärmschutzwall. Ich weiß, es kostet uns jetzt mal gerade ein bisschen Geld, aber das ist nicht so viel, ne? Das finde ich geht noch. Sodass wir hier quasi... Ups, ich komme hier auf die falschen Tasten. Sodass wir hier die Möglichkeit haben... Ja, den haben wir schon. Was ist mit dem hier? Ja, den hatten wir noch nicht. Was? Der kommt auch noch dazwischen ab und zu mal. Wir machen hier mal so ein bisschen Mischwald. Weil der Vorteil an der Sache ist... Entschuldigung, wenn ich das hier mal ganz kurz die ganze Zeit mache. Ich hoffe mal, das Klicken hier hört man nicht so deutlich. Ich sehe, dass man es hört, aber ich hoffe mal, das ist jetzt halbwegs ertragbar momentan. Ich mache jetzt hier mal gerade so eine Art... Ja, wie nennt man das am besten? Natürlichen Lärmschutzwall. Oder natürlichen Lärmschutzwall. Weil diese Bäume hier jetzt natürlich in der Natur genauso fungieren wie jeder andere Baum. Auch der hält Schall ab. Das ist immer ganz praktisch. Und die Folge davon ist selbstverständlich. Unseren Anwohnern da vorne ist es, ob die Engine das Bäume Schall abwenden. Jetzt im Spiel drin ist, jetzt mal hin oder her. Es soll ja einfach nur ein bisschen realistisch aussehen. Und deswegen mache ich da jetzt einfach mal so eine Wand voller Bäume hin. Dann fährt man hier in die Stadt auch rein durch so einen Baumtunnel. Und ich finde, das sieht doch alles schon mal recht schick aus. Ja, die Bäume, die kosten uns hier nichts. Was haben wir dafür ausgegeben? Jetzt 500 Euro oder sowas. Das ist alles, glaube ich, noch sehr, sehr im Rahmen unserer Möglichkeiten. By the way, wie viel Geld kostet es mich, bis ich ein Wasserkraftwerk bauen kann? 11.000 Euro. Das ist GG, das dauert noch ein bisschen. Traurigerweise, aber dann müssen wir dann... 11.000 Euro vor allen Dingen, 11.000 Einwohner. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen drauf warten und dann kriegen wir das hin. Um die Kohlekraftwerke jetzt hier in Zukunft nicht noch viel länger abnerven zu müssen, wäre eine Idee, wir müssten einfach mal das Budget für Strom für tagsüber auf 150, nachts über auf 150 zu setzen. Dann gucken wir mal, was wir am Tag so am Plus noch machen. Ich meine, momentan das Problem ist nicht groß, ne? Wie gesagt, jetzt müssten wir nur viel mehr Strom zur Verfügung stehen haben. 150 Megawatt. Und wenn ich jetzt das Strombudget wieder runtersetze auf, sagen wir, 100% an Tag und Nacht, das ist eigentlich egal an was, haben wir was für eine Stromversorgung? 120. Ich gebe ja nicht 50% mehr Geld aus für nur 30% mehr Leistung. Das macht für mich gerade noch keinen Sinn. Also wir bauen im Bestfall irgendwann weitere Stromkraftwerke. GG, habe ich jetzt so beschlossen, wird so gemacht. Sieht übrigens schick aus hier mit diesem Wasser,
Fallgedönse. Das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Und hier, das Wasser fließt einfach wieder bergauf durch diese... Ja, ich weiß es nicht. Aber mit der Wasserengine haben wir uns in City Skylines ja in den Livestreams damals mal sehr viel mit beschäftigt. Also das haben wir ja schon alles mal 12 Mal auf den Kopf gestellt. Von daher, ich hinterfrag die Engine da nicht. Gut, so, wir haben keine großartige Nachfrage momentan, außer vielleicht noch ein bisschen nach Industriegebieten. Die können wir sicherlich noch eben noch irgendwie befriedigen, indem wir jetzt hier hinten einfach das Ding als Industriegebiet noch ausweisen, was jetzt hier hinten sowieso noch frei ist. Das ist jetzt Industriegebiet, bitte bauen Sie sich aus. Was wir sicherlich mal machen müssten, ist eine Feuerwache ins Industriegebiet zu stellen. Irgendwo, wo gerade noch Platz ist. Hier, die braucht ja nicht viel Platz, da kommt jetzt eine Feuerwache hin. Der Vorteil davon ist einfach klipp und klar, das kriegen wir dann irgendwann mal besser auf die Kette. Wir brauchen allerdings noch eine Feuerwache an der Stelle, weil wir da auch eine haben. Und jetzt müssen wir definitiv mehr Geld in Bildung stecken. Das heißt, wir müssen auch hier uns überlegen, da eine Hochschule hinzusetzen. Und dann gucken wir nochmal, ob wir hier nicht in naher Zukunft irgendwann noch ein paar Grundschulen und sonst was hinsetzen können. Beispielsweise jetzt hier hinten in diesem Stadtbezirk. Da würde ich doch ganz gerne noch irgendwo eine Grundschule hinbauen, weil da fehlt uns ja momentan noch so ziemlich alles. Das heißt, wo wird sie jetzt am wenigsten kaputt machen, wenn ich die jetzt hier noch irgendwo zwischenbaue? Da richte ich mich eigentlich gerade nach. Das heißt, wenn ich da oben jetzt das Gebäude wegmache, das ist doof. Die sollen sich ja danach auch immer noch ausbauen können. Das heißt, ich mache da jetzt einfach eine Grundschule hin. Gut ist. Kapazität haben wir insgesamt 900 und berechtigt sind 490 und von der Hochschule sind berechtigt 1200 und wir haben eine Kapazität von 2000 jetzt dadurch, dass wir die neue Schule gebaut haben. Das heißt, auch das läuft jetzt so langsam aber sicher problemlos ab. Wir haben jetzt hier hinten noch so eine hässliche Brandruine. Ja, das liegt dann natürlich Feuer, wenn ich da hingekommen ist. Frequentierte Straße. Ich weiß, wir haben jetzt hier unten einfach wieder so eine normale Straße hingebaut. Aber die hält es ja noch aus momentan. Das heißt, da gibt es Schlimmeres. Im Moment zumindest. Hier hinten... Die Autobahn ist nicht großartig ausgelastet, die Abfahrt hier vorne. Ich finde die Autobahnabfahrten immer noch ein bisschen hässlich. Ich fände das immer ein bisschen besser, wenn es das zukünftig, vielleicht gibt es ja das noch irgendwann als Update, wenn man die Autobahnabfahrten hier auch tatsächlich mit so einer Seitenspur macht und dann erst eine Abbiegung kommt, weil das sieht sonst irgendwie ein bisschen doof aus. Wir haben hier 500 Kästen an der Straße stehen, da ist auch noch so ein Kasten, ich weiß nicht für was. Vielleicht ein Radarkasten, irgendwas soll das wohl darstellen. Weiß der Teufel was, das eine sind Stromkästen, aber das andere, na, keine Ahnung. Es gibt für City Skylines auch einen Mod, den habe ich auch nur nicht installiert, sondern runtergeladen oder abonniert oder was weiß ich nicht was, der die Ampeln hier removed, aber dann bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich das machen möchte. Vielleicht lassen wir das einfach mal so, wie es jetzt ist. Ja, von der Müllentsorgung her, Mülldeponieauslastung, Müllverbrennungsstatus gibt es nicht. Wie viel Einwohner brauchen wir für Müllverbrennung? 7500, aber da sind wir ja gar nicht mal so weit von weg momentan, also... Ich glaube nicht, dass das ein Problem darstellt. Handelsgebiete haben wir noch da oben. Wir haben da oben noch Handelsgebiete. Auch da gibt es momentan eigentlich keine Probleme. Der Müll wird abgeholt. Hier entwickeln sich langsam aber sicher immer mehr Villen oder sagen wir mal teure Gebäude. Was ist das denn da? Ach so ein umgefallener Baum. Sieht aus wie so ein Wurm oder was weiß ich nicht was. Wir haben momentan keine Verstorbenen hier aufbewahrt. Was keinen Sinn macht, weil wir haben ja... Da hinten den Friedhof removed oder entfernt. Also, naja. Ob das jetzt so der Wahrheit entspricht, ich bin mir nicht ganz sicher, ne? Also, wie gesagt, was macht eigentlich unsere Krankenversorgung? Ich glaube nämlich, dass die hier hinten relativ zusammenbrechen wird in naher Zukunft, wenn wir uns da nicht mit beschäftigen. Das heißt, ich würde hier hinten ganz gerne irgendwie so eine Arztpraxis hinbauen, weil das ist ja eigentlich ein bisschen ganz praktisch. So ein Hausarzt quasi. Dass hier hinten mal für das Gebiet noch ein Hausarzt irgendwo hinkommt. Hier, ne, damit die ganzen kleinen Häuserchen, alle haben Hecken, ne, sieht schon nicht schlecht aus, ne. So ein kleines, typisch amerikanisches Wohnhaus, sag ich jetzt mal, oder, ne, also, sieht aus wie Traum. Gut, die Autobahn funktioniert, wir haben immer noch ein Industriegebiet mit zu wenig Mitarbeitern. Gut, das sind die ganzen neuen Unternehmen, die jetzt dazugekommen sind. Des Weiteren haben wir hier oben auch noch keinen Wasseranschluss für alle Unternehmen gewährleistet. Das tut mir auch leid. Das war jetzt nicht mein Plan, das nicht zu garantieren. Bitte entschuldigen Sie vielmals. Wir müssen eigentlich gar nichts. Lassen wir den Wasseranschluss einfach mal so stehen. Was produziert ihr denn hier eigentlich in diesem gottgroßen Klotz? Warenkorb AG und drauf steht AUKO. Was macht ihr? Keine Ahnung, Industriegebäude halt, ne? Was braucht ihr zur Entwicklung? Bilden Sie mehr Bürger. Ach so, ja, genau. Wir brauchen noch ein paar mehr Bürger, die gebildet sind, aber wir geben da ja momentan unser Bestes. Wir bauen immer mehr Schulen, wir bauen immer mehr aus.
Das heißt, irgendwann wird das funktionieren. Was mit euch? Nicht genügend gebildete Arbeiter, das kommt alles. Wie gesagt, wir haben Schulen gebaut und auch Schulen in Betrieb gesetzt. Das heißt, es sollte eigentlich in naher Zukunft kein Problem mehr darstellen, das Ganze. Deswegen, ich denke mal, das wird sich irgendwann auflösen, das Problem. Wie sieht's hier aus? Hier sind die Bäume schon abgestorben und ansonsten passiert hier nicht besonders viel. Mülldeponien haben wir 56% voll und 18% voll. Ich habe übrigens, by the way, relativ wenig Lust, immer mehr Mülldeponien hier irgendwo hinzusetzen. Wie gesagt, ich poker jetzt darauf, dass wir relativ fix die 7500 Einwohner irgendwann mal erreicht haben, womit wir dann auch Müllverbrennungsanlagen benutzen können, was das Ganze ja auch vereinfachen würde. Also von daher denke ich doch, dass wir das relativ gut hinkriegen werden. Was fehlt uns hier eigentlich noch an städtischer Einrichtung? Nebenbei bemerkt, Schule haben wir alles. Klar, ein Busdepot müssen wir in den nächsten Folgen auch irgendwann mal bauen. Die Bildung, nee, das ist nicht die Bildung, das ist die Feuerwache. Das heißt, hier unten könnten wir auch irgendwann mal wieder so eine Feuerwache hinbauen, sehe ich gerade. Aber also das Industriegebiet hier hinten, das hat eine Feuerwache, das ist nicht das Problem. Die müssen zwar immer hier ein paar Meter Umweg fahren, bis sie hinten tatsächlich mal zum Brandherd gekommen sind, aber shit happens. Ja, also ein paar Meter müssen wir denen auch mal gut schreiben. Wir können ja nicht alle 2 Meter nur eine Feuerwache bauen. Eine weitere Feuerwache würde ich aber ganz gerne bauen, und zwar hier hinten in diesem Stadtbezirk, vielleicht zu Kosten des Handels, das heißt da vorne einfach hin. Das wäre, glaube ich, nicht falsch. Und hier unten irgendwo noch eine Feuerwache hinzusetzen. Warte mal. Wir können hier Feuerwehrhaus bauen ab 5500 Einwohnern. Also gleich. Können wir noch irgendwas bauen ab 5500? Wir können ein Krankenhaus bauen. Ja, wir können auch ein Polizeihauptquartier bauen. Ey, 5500 ist eine geschäftige Kleinstadt. Wir haben doch noch was erreicht, diese Folge. Hey, Richtlinien für Stadtplanung. Apropos Richtlinien, damit müssen wir uns irgendwann mal beschäftigen. Einzigartige Gebäude, Spezialisierung Ölindustrie, neue Richtlinien, kostenloser Nahverkehr. Neue Straßen haben wir freigeschaltet. Yes. Also wir haben jetzt hier vermutlich 500.000 neue Straßen freigeschaltet. Die können wir uns dann gleich alle angucken. Und selbstverständlich ein Ölkraftwerk haben wir auch noch freigeschaltet. Das ist doch schon mal positiv. Einzigartige Gebäude haben wir auch irgendwas. Pause drücken. Pause drücken, ganz, ganz fix Pause drücken. Hier, da unten, der Typ hier hat sich übrigens schon verabschiedet. Der hatte keine Lust mehr auf unsere Stadt. Wir haben die Möglichkeit, jetzt tatsächlich hier ein paar neue Gebäude zu setzen. Als Akzent vielleicht irgendwo so ein Feuerwehrhaus irgendwo noch hinzusetzen. Wir gucken uns das dann mal an, ob wir das jetzt hier tatsächlich schon direkt hinsetzen. Weil es kostet uns natürlich auch Geld. Wie viel kostet das? 60.000, ja, dann ist unser ganzes Geld wieder weg. Was macht denn so ein Ölkraftwerk eigentlich? 120 Megawatt Auslastung. Kostet uns aber auch 50.000. Das heißt, um es jetzt mal anders zu sagen, ich würde ganz gerne, das ist ja nicht größer als die normalen, doch ist es aber nicht nennenswert. Ich würde ganz gerne an der Stelle dieses Kraftwerk hier hinten außer Betrieb nehmen, das kann weg. Und dann würde ich ganz gerne ein Ölkraftwerk an die Stelle setzen, beziehungsweise wir können es jetzt natürlich noch nicht, wir müssen erst das Kraftwerk hier woanders hinsetzen, ist mir erstmal auch egal, kostet uns fast nichts, das umzusetzen. Ich würde nämlich ganz gerne hier so dieses Ölkraftwerk jetzt hier irgendwo hinsetzen. Beziehungsweise vielleicht können wir die Straße auch erst noch eins weitermachen. So. Und dann können wir hier vielleicht sogar 2 Ölkraftwerke irgendwann hinsetzen. So. Ich halte hier mal mit dem Finger gerade auf meine... Naja, das passt wieder genau gerade nicht. Das ist wieder GG. Warte mal, wie... Können wir hier, wenn wir jetzt hier so eine Straße bauen, wie sieht das dann aus mit den Ölkraftwerken? Ja, das sieht gut aus. Das heißt, wenn wir da so eine Straße hinbauen, ich mache die jetzt hier mal noch so ein Stückchen länger, wobei können wir gar nicht. Wobei, ich weiß ja jetzt, wo die hin muss. Einfach hier in front of this. So. Und das heißt, wir könnten dann hier hinterher 2 Ölkraftwerke hinsetzen. Da kommt dann eins hin und da kommt eins hin. Dann haben wir jetzt zumindest die Stromversorgung unserer Stadt relativ gut sichergestellt. Zack, 200 Megawatt sind verfügbar und wir brauchen davon jetzt momentan nur 117. Dann ist ja alles in Ordnung. Die Feuerwehr ist da. Allerdings muss ich zur Brandbekämpfung sagen, die müssen jetzt natürlich momentan so ein paar Umwege fahren, ne? Feuerwehr, was sieht aus? Ihr müsst da hinten immer die ganze Zeit rumfahren, das ist ein bisschen nervig, beziehungsweise ist es sogar ziemlich problematisch, da gebe ich euch recht. Wir müssen in dieses Industriegebiet irgendwo mal noch so neue Straßen zwischenbauen, möglichst da, wo sie wenig stören, das heißt, da einfach mal so eine Straße zwischenbauen sollte nicht das Problem sein, genauso wie wir da auch mal eben noch so eine Straße zwischenbauen. Ausweisung des Industriegebiet ist klar.
Ansonsten passiert da aber nichts. Ja, also nur, dass die Feuerwehr hier von A nach B ein bisschen schneller hin und her kommt, das reicht uns ja eigentlich schon, ne? So, gut. Von daher würde ich sagen, das sollte eigentlich kein Problem sein. Aber an der Stelle würde ich dann auch sagen, wir können die Folge für heute auch mal beenden, wenn wir das Gebäude da oben weggerissen haben, was da so scheiße aussieht. Da hinten baut tatsächlich auch mal wieder einer ein Handelsgebäude, das finde ich gut. Ruhiger Eckladen im Bau. Natürlich noch total unzufrieden, weil er ist noch im Bau. Außer Betrieb, im Normalbetrieb, was kommt da hin? Nachbarschaftsladen 321, auch super glücklich. 321, glücklich, jawohl, genau. Und das heißt auch hier, die Nachfrage ist ja ein bisschen gestiegen. Das passt schon, ne? Wohngebiete haben wir auch noch genug ausgewiesen, da ist noch ein bisschen Platz. Gut, ja, liebe Leute, der Typ hier hat am besten, eigentlich hat der Typ hier die beste Terrasse mit dem Ausblick. Ja, wir werden den Ausblick von ihm irgendwann mal verbessern, wie gesagt, aber das müssen wir uns dann in der nahen Zukunft mal angucken. In dem Sinne, liebe Leute, ich danke erstmal vielmals fürs Zuschauen, wie schon gesagt, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht es gut und vielleicht, ich weiß ja nicht, wie fleißige Kommentarschreiber ihr seid, vielleicht fällt euch ja sogar noch ein Name für diese Stadt ein, und ne, wir müssten uns da eigentlich vielleicht mal mit überlegen. Naja, ne? Deswegen, vielen lieben Dank fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, schönen Tag noch und bis heute Abend zu Prison Architect, wenn ihr zugucken wollt. Bis dahin, ciao, bis zum nächsten Mal.